Was geht ab und herzlich willkommen zum neuesten Video hier beim Atzenberger Online-Kanal, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr unten rechts in der Ecke auf den Abo-Button klicken würdet. Somit abonniert ihr meinen Kanal und verpasst kein Video mehr, welches ich in Zukunft hier für euch rausbringen werde. So, wie immer, wir fangen sofort an und zwar mit dem Bugbreak Energy Riegel. Wieder mal was ganz Spezielles habe ich besorgt. Unten kann man es schon lesen, geröstete Buffalo-Würmer, Sesam und Mandeln befinden sich in diesem leckeren Riegel. Ja, wer sich erinnern kann, auf meinem Kanal hatte ich vor kurzer Zeit die Dschungelade. Das war eine Schokolade mit Mehlwürmern. Die war auch ganz besonders lecker, ne? Ja, und wir hatten schon mal Grillen. Also das ist jetzt das dritte Video, wo man so komische Insekten hier dabei hat. Ich fand es mal wieder lustig. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich gleich wieder überwinden müssen, das zu essen und beziehungsweise zu probieren. Naja, wir werden sehen. Besorgt habe ich das Ganze bei World of Sweets, einem großen Online-Versandhandel für hauptsächlich Süßigkeiten. Dies ist wie immer kein Product Placement, keine bezahlte Werbung, kein Sponsoring. Ich habe den Riegel für mich gekauft, für euch, damit wir den gleich gemeinsam aufmachen. Ich werde den dann mir anschauen. Ich werde den probieren, wenn ich es dann schaffe, mich zu überwinden. Und dann werde ich euch sagen, ob sich das Ganze in meinen Augen lohnt, dafür 2,99 Euro bezahlt zu haben. Inhaltlich 36 Gramm, also nicht gerade viel, sage ich mal, für das Geld. Ich weiß jetzt nicht, ob Insekten da so teuer sind oder woran das liegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der wieder mal von der Firma Snack Insects. Ich meine, die Schokolade war vom selben Hersteller. Ja, also weiß man schon ungefähr, was einen jetzt hier gleich erwarten wird an Leckereien. Haha! So, wir gucken uns die Rückseite an und sehen wie immer eine Nährwerttabelle, die befindet sich hier unten. Dann haben wir hier ein bisschen versteckt die Zutaten. Ich hoffe, man kann das jetzt hier halbwegs lesen. Oh, da bin ich an die Kamera gekommen. Ich werde das Ganze jetzt mal so ein bisschen seitlich und schräg halten. Ich hoffe, man kann das jetzt hier halbwegs erkennen. Wie immer, wer sich dafür interessiert, kann an dieser Stelle natürlich gerne Pause machen, sich das Ganze durchlesen. Aber wie immer, wer mich und meinen Kanal kennt, der weiß ganz genau, es geht nur um eins und das ist der Geschmack. Und vor allem jetzt auch das Aussehen des leckeren Riegels. So, wir öffnen ihn mal ganz vorsichtig. Dann fällt schon die Hälfte auseinander. Okay, hier sieht man nur Sesam. Okay. Gut, wir zoomen mal hinein. Okay, da ist er schon. Ja, also man erkennt auf jeden Fall auch, ach nein, die guten Buffalo-Würmer. Also ich bin sehr gespannt, was mich jetzt gleich hier erwarten wird. Wie machen wir es? Also einfach ein Stück abbrechen, er geht schon in der Mitte durch. So, wir können uns das Ganze jetzt auch nochmal hier von innen anschauen. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen, wenn die Kamera dann fokussiert. Das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich klebrig. Nun gut, es geht los. Ich werde einfach mal ein Stückchen abbrechen. Den Rest lassen wir hier liegen. Ob ich es esse, weiß ich noch nicht. Später den Rest. Okay, es geht los. Mhm. Also, auf jeden Fall sehr crunchig. Mhm. Ja, das erste, was man auf jeden Fall rausschmeckt, ist der Sesam, würde ich sagen. Mhm. Ist auch relativ süß, würde ich sagen. Ein bisschen auf jeden Fall. Ah. Oh, jetzt habe ich einen Wurm dabei oder mehrere. Aber also ich schmecke jetzt nicht großartig raus. Muss man ganz ehrlich sagen. Also da war die Schokolade mit den Mehlwürmern war ekelhafter. Auf jeden Fall. Also wenn mir den jetzt so jemand geben würde und ich würde den blind essen, dann ja, ist auf jeden Fall okay. Wie gesagt, schmeckt relativ gut. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe jetzt wirklich gedacht, der ist wieder ziemlich ekelhaft und ich muss mich total dafür überwinden. Aber, also da bin ich wirklich positiv überrascht, definitiv. Okay, preislich 3 Euro für 36 Gramm. Ist natürlich heftig. Aber, ja, wer sich den Spaß mal machen möchte, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, als Energy-Riegel weiß ich jetzt nicht, ob das so großartig taugt. Dafür kenne ich mich damit zu wenig aus. Aber, wie gesagt, auf jeden Fall mal wieder was Lustiges zum Essen. Und zum Probieren natürlich. Jo, ich würde sagen, schreibt mir mal was dazu in die Kommentare. Habt ihr euch wieder kaputt gelacht? Oder ekelt ihr euch total vor solchen Sachen? Würdet ihr den mal probieren, den Riegel? Ja oder nein? Generell, mögt ihr überhaupt sowas hier mit so Insekten drin oder sowas? Oder direkt absolutes No-Go? Wie gesagt, ich lese alles. Ich antworte auf alles.
Nun gut, dann hoffe ich, das kleine Video hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Atzenberger.